Verdammt, was war das? Der könnte den ganzen Stand hier hochstemmen. Saft ist auch nicht alles. Vier Geschmacksrichtungen. So viele? Was ist so falsch an Vanille? Sorry, mein Freund. Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Der Eintritt ist daher. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Die Verlosung ist überfüllt. Sorry, mein Freund. Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Der Eintritt ist daher Würdenträgern und VIPs vorbehalten. Ah, Sie an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich die Flussfolge nicht erkannt? Komisch. Schön, eine Gentleman Ihres Formats auf unserem Jahrmarkt begrüßen zu dürfen. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Zahl. War klar. Hm. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Wir gehen erst, wenn Sie gehen. Das verspreche ich Ihnen. Der wirkt irgendwie desorientiert. Auf mich wirkt er eher attraktiv. Mary, du bist wieder mal unmöglich. Es heißt, die Vater-Franklin-Automaten werden bald frisch bestückt. Kommen Sie wieder, wenn Sie über Barschaft verfügen, mein Freund. Mein Vorbild? Nun, Lady Comstock natürlich. Der Prophet segne und beschütze Sie. Den Prachtkerl hier? Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Wuchs aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Ah, gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Wuchs verprügeln. Madame Lutez, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil Sie so klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Was zum...
vielleicht einen Ball? Was will die? Sorry, ich kauf nichts. Dummchen. Die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke in die Daumen. Bring mir die Trommel. Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Kolumbien? Also dann, die Gewinnzahl ist Nummer 77. Tja, was sagt man dazu? Hier, erster Gewinner. Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis. Der erste Wurf. Bitte, bitte, nein! Bitte, was tut sie? Na los, wirfst du jetzt? Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Oh, da haben wir ja einen ganz schüchternen. Den müssen wir auf die Sprünge helfen. Ja, was will ich tun, dieser Dreckskerl? Moment! Da ist er! Das Brandzeichen her. Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange dem falschen Hirten macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs. Nein. Los jetzt! Auseinander, auseinander! Was war jetzt los? Ich hab's Ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit.
Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja, ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal.
Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Brenne im Namen des Gottes! Ja, toll. Deine Kraft. Teufelskuss. Tja, man lebt nur einmal. Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Das war keine Kostprobe. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja, ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. Ich hab's Ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja, ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen. Die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal.
Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Aperitif. Ich fühle mich schon besser. Sie werden das zu schätzen wissen. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Was war denn das? Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich.